Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Friedrichowski und herzlich willkommen bei Trading Stars. Wie immer donnerstags 19:30 Uhr und heute am 5. November. Warum ich gerade so ein bisschen hin und her zögere, ist, weil ich hier schon einiges im Chat gerade habe und naja, ich als männliches Wesen bin natürlich definitiv nicht wirklich multitaskingfähig. Also von daher brauche ich dann manchmal ein bisschen, um kurz in den Chat reinzulesen. Aber wie immer natürlich auch am Anfang einmal die Frage, ob Bild und Ton soweit passen, damit ich sicher bin, dass auch die Aufzeichnung entsprechend funktioniert. Es gab ja auch einen, der hat mal gefragt, ob er irgendwie Moderator werden möchte. Natürlich gerne, aber ich würde gerne einmal kurz vorher wissen, was denn dann zu zeigen wäre. Aber ansonsten, wir können das auch in einem Folgetermin gerne auch nochmal mit aufnehmen. Wenn da jemand auch Interesse hat, einfach mal das eine oder andere hier zu zeigen, dann lieber schon mal vorher per E-Mail einmal kurz melden, dann kann ich das entsprechend besser einbauen. Jetzt wollte ich nämlich gerade schon sagen, dann können wir das auch nächste Woche Donnerstag machen. Dazu gleich schon mal die Vorab-Ankündigung, dass wir nächste Woche Donnerstag den Termin einfach entfallen lassen müssen. Ganz einfacher Grund. Ich bin von Mittwoch auf Donnerstag in München. Ich halte einen Vortrag beim VTAD. In München werden wir auch noch entsprechend kommunizieren. Ist so brandaktuell, dass dazu natürlich noch keine Infos irgendwo raus sind, außer dass man das mittlerweile, glaube ich, auf der Internetseite vom VTAD jetzt dann schon lesen kann. Und ich komme, so wie es, glaube ich, aussieht, erst um 21 Uhr bin ich wieder zurück mit dem Zug. Und naja, ich möchte nicht um 21 Uhr dann noch ein Webinar machen. Also nächste Woche dann einmal weniger. Und das kann auch noch in den nächsten Folgewochen, das wird, hängt mal genau von den Reiseterminen ab. Ihr wisst, wir haben jetzt sozusagen Hauptstoßzeit gewissermaßen im doppelten Sinne, nämlich in gut 2 Wochen ist ja die WOT, auf der wir auch sind. Und da gibt es einiges auch an Vorgesprächen im Umfeld und auch dann davor mit allen möglichen Leuten. Von daher kann es auch da sein, dass ich Donnerstag schon unterwegs bin. Und danach kommt dann an dem Wochenende unser Seminar, ebenfalls wieder dann in München. Also im Moment tingle ich zwischen Dresden, München und Frankfurt gewissermaßen hin und her. Aber das Seminar habe ich auch hier nochmal in die Einladung mit reingesetzt. Es füllt sich langsam, das ist schön, freut uns natürlich. Also auf jeden Fall, da kommt dann ebenfalls nochmal ein Termin. Aber wie es da jetzt jeweils ganz genau aussieht, wann wir die Termine machen, im Zweifelsfall schiebe ich den auch einfach mal auf einen anderen Tag. Auch das schon mal als Vorankündigung für alle C-Programmierer. Den Mittwochtermin muss ich dann kurzfristig auch nochmal umswitchen. Da muss ich mir noch überlegen, wie wir es am besten machen. Ich wurde einfach gefragt, ob ich für jemanden einspringen kann und das mache ich natürlich wiederum gerne. Von daher, naja, gibt es halt ein nicht Webinar und auch nicht ein Seminar, sondern einen Vortrag halt in München. Gut, das war jetzt schon ziemlich viel Vorrede, soll gar nicht so sehr sein. Also wir gehen natürlich wie immer als erstes auf Performance und heute haben wir natürlich nochmal als gewissermaßen als Sonderthema, nämlich den Fächer H1, den ich mit einem letzten Ausstopper eines Trades erstmal auf On Hold gesetzt habe und dazu natürlich auch nachher mehr und ausführlicher hier. Vor allen Dingen auch die Frage, wie geht es dann da genau weiter? Da bin ich auch schon relativ weit in den nächsten Schritten. Aber dazu natürlich nachher mehr. Zuerst, wie immer, kurzer Überblick auf die Performance. Naja, nicht erstmal die, sondern auch die ist natürlich im Moment brandaktuell und ich drücke auch nochmal einmal auf Aktualisieren. Nämlich unser Wettbewerb, der Trading Star 2015, der ja so in die finale Phase geht. Und man sieht auch wirklich hier ein herrliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Teilnehmern, also David und Wolfgang. Wobei der eine, also der im Moment Führende, sich gewissermaßen noch in die Warteposition begeben hat. Wahrscheinlich wartet er
und macht im Moment gar keine Trades, soweit ich das hier genauer sehe. Ich finde es sehr, sehr spannend, deswegen klicke ich auch einmal drauf. Dann können wir mal eben schauen, aber ich glaube, beim David, ja genau, passiert im Moment nichts. Das heißt, die Equity ändert sich nicht und das heißt auch, es sind keine Trades geöffnet, weil wir hier tatsächlich, wir gucken streng genommen nicht auf die Equity, sondern auf die Balance. Das heißt, wir sehen auch, wie die aktuellen Trades gerade stehen und wenn dann so eine horizontale Linie ist, scheint da gerade kein Trade offen zu sein. Aber es gibt einen Aufholer, der Wolfgang, der hier wirklich gerade eine wunderschöne Aufwärtsbewegung in seiner Equity-Kurve hat. Naja, man könnte meinen, die geht exponentiell hoch, würde ich ihm wünschen. Und mal schauen, wie das hier genau weitergeht. Nichtsdestotrotz, sozusagen mein kleiner Appell, nicht zu viel riskieren, sonst versaut man sich das womöglich. Aber ich glaube, Wolfgang macht das sowieso völlig professionell. Von daher. Keine Sorge daran. Wer da ebenfalls so langsam aber sicher schneller hinterherkommt, ist im Moment Peter. Und da gucken wir auch mal kurz rein, der sich sozusagen zunutze gemacht hat, dass er den Bollinger Reversal jetzt schon etwas länger handelt als wir im Live-Trading. Wobei ich jetzt nicht genau hundertprozentig weiß, ob Peter hier noch weitere Trades noch dabei mischt. Aber eine Sache ist sicherlich der Bollinger Reversal, der Peter als demjenigen, der ja die EAs immer für uns schreibt, dann auch schon etwas länger hier schon nutzt, also so ungefähr seit dem 1. Oktober. Und da gab es jetzt gerade, naja, nochmal sehr schöne Aufwärtsbewegungen. Wohlgemerkt, immer dadurch, dass wir auf die Balance schauen, sehen wir auch die gerade laufenden Trades. Das heißt nicht, dass die alle schon durch sind. Das Gleiche trifft auch auf den Bollinger Reversal zu, wenn ich nachher hier auf unseren Signaldienst schaue. Da muss man auch im Moment immer sehr unterscheiden zwischen Equity und Balance. Naja, und unser Forex dynamisch, der holt jetzt gerade auch mal noch ein bisschen wieder auf. Das ist ebenfalls ganz nett. Ich kriege gerade noch sozusagen einen Hinweis von Peter, jetzt was seine Kurve angeht. Ich lese mal im Original vor. Also ab Oktober Bollinger Reversal, ansonsten noch Scalping Trades im Euro-US-Dollar, die aber fast nur mit Verlusten. Okay, also scheint im Wesentlichen hier in der Equity-Kurve der Bollinger Reversal beim Peter drin zu sein. Was natürlich ebenfalls sehr schön ist. Nicht so schön ist sozusagen meine Überleitung hier natürlich auf unsere aktuelle Performance-Seite. Oh, das könnte es sein, die wird gerade umgebaut. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas, jetzt, das wusste ich gerade jetzt noch nicht. Ich wusste zwar, dass Christian vorhat, die umzubauen. Wir wollen einfach ein bisschen mehr noch den Vergleich auch immer zur Historie machen. Deswegen auch die Bilder, die ich gleich auch nochmal die ihr auch von mir kennt, die wollen wir auch mal hier als Vergleich daneben setzen. Bisher sind es erst, glaube ich, zwei. Die anderen kommen dann ebenfalls auch überall entsprechend daneben. Und von daher können wir hier auch sauber durchgehen. Also wir werden hier definitiv nichts irgendwie unter den Tisch kehren. Das wollen wir gar nicht. Ist ohnehin eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Ich habe auch wieder, ich habe ja schon mal gesagt, ich gucke auch immer ein bisschen auf Performance von anderen. Und ja, muss dann immer wieder feststellen, dass wenn ich dann nochmal welche habe, die man auch erstmal prinzipiell zeigen kann, dass wenn ich dann wieder 2 Wochen später dahin gucke, dann ist die Seite gesperrt, dann ist es plötzlich nicht mehr öffentlich zugänglich oder komplett vom Internet weg. Also es ist ein Gräuel, wirklich hier noch andere so transparent zu sehen wie wir. Aber ich glaube, da setzen wir auch ein bisschen Maßstäbe nach außen. Und das halt auch in einer solchen Verluststrecke. Nein, also wir haben jetzt, hier gehen wir mal durch, jetzt unsere einzelnen Signaldienste und die Bilder zeige ich dann auch nochmal in groß. Wahrscheinlich kann ich jetzt dann, diesmal brauche ich gar nicht mehr auf meine eigenen gehen, sondern kann die auch entsprechend anklicken. Das sehe ich selber hier gerade zum ersten Mal. Forex Euro japanischer Yen ist nochmal wieder runtergelaufen. Wenn man sich das Ganze genauer anguckt, in der Historie,
dann ist hier nicht wirklich irgendwie was Unauffälliges. In der Tat gibt es hier noch ganz schlimmere Phasen. Von daher bin ich da absolut, absolut noch völlig zufrieden. So, ich muss mal eben kurz hier auf eine Chatfrage gucken von einem Teilnehmer. Leider kommt es bei mehreren Diensten immer wieder dazu, dass Positionen über Nacht gehalten werden, obwohl das nicht sein sollte. Benutzt ihr nicht den Timestop-EA? Nee, den Timestop-EA benutzen wir nicht und sollte man nochmal genauer darüber klären. Also da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Wir hatten eine Position, die wir über Nacht gehalten hatten in der jüngeren Vergangenheit, das so nicht sein sollte. Das war beim DAX und S&P 500 Ausbruchtrading. Da wurde Freitag plötzlich noch eine Position gehalten. Dazu erzähle ich auch nachher noch mehr. Ansonsten nochmal genauer. Mir ist nämlich aus der jüngeren Vergangenheit, also jüngere heißt durchaus mehrere Monate, nicht bekannt, dass wir an irgendeiner Stelle Trades overnight gehalten haben, die wir so gar nicht hätten halten sollen oder also vielleicht da nochmal kurz die Frage, an welcher Stelle, weil bin ich sehr neugierig drauf. Mir ist es nämlich wichtig, dass wir genau solche Fälle auch ausmerzen. Und zu dem anderen, der von Freitag übers Wochenende gehalten wurde, gehe ich natürlich gleich nochmal genauer drauf ein. Euro, japanischer Yen, Forex dynamisch, ja, der ist nach wie vor, der steht eigentlich ganz gut da, ist auch kurz davor, doch mal wieder ein neues Allzeithoch zu machen. Wenn ich jetzt hier wieder diese Grafik zeige, dann um ganz genau zu sein, die ist zum Monatsende, weil diese zwei Grafiken mache ich aus ganz anderen Gründen immer wieder, mache ich die, genau zum Monatsende, aber wie gesagt, aus völlig anderen Gründen. Da sind wir jetzt also kurz. Naja, ich bin da auch da absolut im grünen Bereich. Wir haben kritischere Sachen, kommen wir auch drauf. Jetzt sehe ich gerade gestern im euro-japanischen Yen. Puh, da muss. Gestern im euro-japanischen Yen wurde ein Trade gehalten, der overnight war. Dann habe ich das nicht mitbekommen. Also, dann schauen wir da kurz mal im rein. Das will ich gerne auch mir anschauen, ob da irgendwo ein Problem war. Kontohistorie ganz auf die Schnelle. 4.10. So, euro-japanischer Yen am 3.9. ist der Trade, am 9. Nein, Entschuldige. Am 3.11. ist der Trade geöffnet worden. Also das war vorgestern, der ist um 20:58 Uhr, das JFD-Uhrzeit, ist er geschlossen worden. Und dann haben wir hier den Trade wirklich von gestern, 4.11. Der ist ebenfalls um 20:58 Uhr, also sprich 21:58 Uhr, geschlossen worden. Also, soweit ich das jetzt hier sehe, keine Auffälligkeit. Ich kann mal gucken, falls das vielleicht dann doch der Forex dynamisch sein sollte. Gucken wir auch da kurz rein. Da haben wir den. Kontohistorie. Euro-japanischer Yen. Das ist von heute. Der ist, machen wir es mal im Groß. Nee, das ist ein gecancelter. Kommentare. Nee, sieht eigentlich auch da keine Auffälligkeit. Also ich sehe jetzt nicht, dass da ein Trade overnight gehalten wurde. Soll natürlich auch sowieso nicht so sein. Ich will nicht verleugnen, dass das nicht auch schon in der Vergangenheit mal vorgekommen ist, aber da ist mir der letzte Fall schon wirklich sehr, sehr lange her. Also ruhig noch mal genauer nachschauen. Also ich sehe ihn jetzt hier ad hoc erstmal so nicht, dass da irgendwelche Trades overnight gehalten wurden, die wir gar nicht overnight sonst halten.
Okay, im Kurzkerzen H1, immer noch in seiner Seitwärtsphase, aber eher auf dem Weg nach oben. Von daher nichts zu bemängeln. Im Pulskerzen D1, definitiv einer, der im Moment zu den Problemkindern gehört. Es ist ohnehin so, dass wir gerade D1, kommen wir gleich nämlich noch beim Fächer D1, der ebenfalls das Problem hat, hatten wir letzte Woche schon mal ein bisschen diskutiert, hat viel mit der geringeren Volatilität zu tun. Von daher, naja, wenn jetzt mal doch die Notenbanken langsam ein bisschen eingreifen, denke ich mal, kriegen wir doch mal wieder langsam Bewegung. Es war selbst heute so, dass wieder das No-Event der britischen Notenbank zu einer deutlichen Bewegung beim britischen Pfund führte. Also ich bin wirklich mal gespannt, was passiert, wenn denn jetzt wirklich da mal Änderungen kommen. S&P 500 Pro hat im Moment, kommt ja gar nicht in Trades rein, von daher passiert da jetzt erstmal rein gar nichts. DAX End of Day, da wird es interessant. Wir sind da long positioniert und eigentlich auch ganz gut mit unterwegs, das gilt für beide. Wir sind auch schon recht weit vom Stop-Loss entfernt, also von daher könnte es, wenn jetzt nicht nochmal eine dicke Bewegung nach unten kommt, für beide DAX-Sachen dann zum Jahresende hin wieder ganz gut aussehen. Die Einzelaktien, da haben wir definitiv schon wieder einen leichten Weg nach oben eingeschlagen. Dadurch, dass allerdings jetzt wieder die letzte Bewegung nach oben so heftig war, kommen wir nicht in neue Trades rein. Von daher, ist da jetzt im Moment gerade sozusagen tote Hose. Der Fächer D1, der hat einiges auch mal wieder gut machen können, kam dann aber in den letzten Trades, zwei Trades dann noch mal wieder nach unten. Das heißt für mich, dass ich jetzt mir die zwei Sachen, das, warte mal, ich komme gleich noch mal auf den Chat zurück. Also nochmal kurz, dass ich mir die zwei D1-Dienste, Forex-Fächer D1 und den Forex, den Impulskerzen D1, dass ich mir die zum nächsten Mal dann nochmal genauer vornehme. Aber noch, auch da sehe ich noch jetzt keine wirkliche Besorgnis. Jetzt lese ich gerade im Forex Dynamisch wurde heute Morgen 5:56 Uhr die Mail versendet, dass die Position geschlossen wurde. Ja, das ist noch technisch denkbar, dass die Mail erst entsprechend spät rausgekommen ist. Das hat dann allerdings ganz komplett andere Ursachen, nämlich nicht, dass der Trade dann geschlossen wurde, sondern dann ist halt die Mail versendet worden. Da muss ich jetzt, so blöd das klingt, leider auch nochmal auf die E-Mail-Provider verweisen. Da können wir nicht immer unbedingt was für. Es gab auch heute nochmal einen verspäteten E-Mail. Versand, da scheint irgendwas bei den Mail-Providern heute ganz komisch gewesen zu sein. Also ihr wisst, ich bin da wirklich offen und ehrlich, aber an der Stelle, also kann ich jetzt auch dann nicht unbedingt helfen. Hatte das gleiche Problem, wird noch gerade geschrieben, Forex dynamisch, US-Dollar, japanische Yen, der Trade wurde erst heute 5:56 Uhr in AT beendet. Also Forex dynamisch. Ihr macht mich neugierig. Ich gucke auch gerne rein. Also ich gehe noch mal in den Forex dynamisch. Dann gucken wir uns noch mal eben die Trades genau an. Das ist der falsche Server. Eine Sekunde. So. Trade Ende. Da, jetzt haben wir, glaube ich, das Problem. Hier haben wir nämlich einen Trade, der am 4.11. geöffnet wurde, 13:41 Uhr, und am 5.11. 4:56 Uhr erst geschlossen wurde. Okay, da scheint dann definitiv ein Fehler vorgekommen zu sein. Das darf so nicht passieren. Also nochmal zurück zu der Frage, ob wir den Timestop EA benutzen. Nein, den Timestop EA benutzen wir nicht, weil der EA selber macht das hier auch. Das Einzige, was jetzt sein kann, ist, dass es da eine Serverunterbrechung gab
und dass wir deswegen den Trade erst dann so spät beendet haben. Also wir haben mehrere Schutzmechanismen dafür. Also es gibt hier so Restarter und Überwacher für die ganzen Konten. Aber es gibt Konstellationen in Verbindungen zum Broker, wo die dann nicht greifen. Wenn diese Fälle sich häufen sollten, dann müssen wir nochmal einen Schutzmechanismus machen und nochmal auf einem weiteren Server uns in sämtliche MT4-Konten einloggen und auf dem nochmal separat diesen besagten Timestop-EA als zweite Instanz installieren. Es ist leider so, dass wir diese Serververbindungsprobleme weitestgehend abfangen. Deswegen gibt es zum Beispiel hier in diesem noch einen Verbindungschecker, der genau sich die Verbindungen immer anguckt. Das ist hier mit dem türkisfarbenen Hintergrund. Und der führt auch im Zweifelsfall komplette Neustarts des MT4s durch. Aber nicht 100% alle Fälle werden abgegriffen. Aber ich gucke mir den Fall nochmal genauer an, weil da muss ich hinterher sein. Vor allen Dingen die Häufigkeit, die muss ich da absolut im Blick haben. Ansonsten gäbe es halt noch die Möglichkeit, dass wir nochmal für alle relevanten, also da, wo es um Trades geht, die nicht über Nacht gehalten werden, die nochmal separat aus einer eigenen Instanz auf einem komplett anderen Rechner nochmal mit überwachen. Na, zumindest weiß ich jetzt, wonach ich hier genau gucken muss, also US-Dollar, japanischer Yen. Auf jeden Fall gerne immer solche Hinweise, weil wir haben mittlerweile so viele Einzeltrades, dass ich die nicht immer so hundertprozentig separat mitkriege. So, Forex-Fächer H1, komme ich gleich genauer drauf, hat die 500-Euro-Grenze durchschritten. Deswegen habe ich auch hier das Ganze auf On Hold gesetzt. Finde ich auch richtig, einfach diese Maßnahme zu machen, das ganz fair neu zu bewerten und zu überdenken. Was ich mir schon angeguckt habe, ist, ob denn sozusagen die Trades alle im Sinne der Strategie immer geöffnet wurden und dann auch geschlossen wurden. Die Antwort ist ja. Das hatte ich auch unterwegs schon mal zwischendurch gemacht. Ich habe es dann jetzt nochmal gemacht, auch für die letzten Trades. Von daher weiß ich erstmal technisch gesehen, war die Ausführung okay, natürlich nicht die Performance. Aber da gibt es jetzt Schritte, was zu tun ist. Gehen wir mal noch eben komplett durch. Forex-Fächer M5. Erholt sich gerade langsam wieder gut nach oben, hat irgendwie auch noch einiges an Futter schon unterwegs. Ganz gut läuft an der S&P 500 Ausbruchtrade und beim Gold, naja, da passiert halt im Moment tatsächlich wieder nichts mehr und dadurch schlafen die Dinger auch wieder automatisch ein. Genau, also soweit mal eben zur Performance. Jetzt muss ich mal kurz gucken, in welcher Reihenfolge ich am besten genau vorgehe. Ja, ich wollte auf die 129 hier nochmal explizit ein bisschen genauer eingehen vorher. Und zwar, unsere Neulinge sind ja sozusagen der S&P 500 Ausbruchtrades. Da sehen wir halt im Moment. Zum Beispiel an so einem Tag wie heute sind sämtliche S&P 500 Trades gar keine Trades geworden, weil die Mindestrange weder die am frühen Vormittag, die so ungefähr von grob Mitternacht bis irgendwie 8, 9 Uhr morgens guckt, war zu wenig los, also Mindestrange nicht erreicht, also kein Trade. Und genauso die Spätnachmittag Ranges waren ebenfalls nicht erreicht, deswegen steht hier dann immer kleiner Minimum. Zugegeben, es war sehr, sehr knapp. Also wenn ich mal reinschaue, dann sehe ich, nein, nicht hier, dass die Mindestranges die eine wurde um 1,5 Punkte verfehlt und die andere ebenfalls um 1,5 Punkte verfehlt. Also sie waren halt knapp zu klein und wie es halt ist, wir müssen eine digitale Grenze setzen. Und dann ist knapp zu klein halt zu klein und deswegen werden dann auch entsprechend keine Trades platziert. Im DAX, da reicht die Volatilität sozusagen aus und dadurch kriegen wir auch die Mindestranges. Hier sind jetzt gerade drei Positionen zwar offen, aber wie man sieht, naja, das ist nahezu ein Nichts.
Hier bei der Strategie bin ich jetzt schon froh, dass ich noch Bildschirmfotos habe, die ich heute Morgen gemacht habe. Ich war nämlich die ganze Zeit auf der Suche nach dem Grund, dass wir am Freitag die Trades nicht geschlossen hatten. Und ich hatte eigentlich in Verdacht sozusagen uns, also Trading Stars, dass es, ja, aus welchem Grund auch immer, so ähnlich wie gerade das, was wir beim US-Dollar japanischen Yen, dass es nicht zum Schließen des Trades gekommen ist, weil vielleicht in dem Moment keine Verbindung zum Broker war. Was mir wiederum die Journale gesagt haben, ist, da war eigentlich eine Verbindung, nur im Journal kam der Eintrag Market Close. Und auch dank dem Hinweis von einem von euch habe ich es dann heute endgültig geschafft, das Ganze auch zu sehen, was der eigentliche Grund war. Und der eigentliche Grund war folgender. Halten wir uns mal hier das Bild noch im Hintergrund und holen uns meine Bildschirmfotos. Ah, jetzt switcht er. Und zwar ist es so, dass ihr wisst, dass die Strategie ist auf einem Demokonto vorher schon gelaufen und hat alles selber seinen Dienst gemacht. Und ja, da war es in dem Demokonto, war sozusagen alles im grünen Bereich. Handelszeiten, das ist das, worauf ich jetzt hier gucke, war auch von heute Morgen noch das Bildschirmfoto. Und so waren sie auch, die Handelszeiten. Das heißt, da die Broker-Uhrzeit um eine Stunde zeitversetzt ist, war das halt an allen Tagen von 8 bis 22 Uhr. So war es im Demokonto. Im Live-Konto, seht ihr, fehlt Freitag eine Viertelstunde. Das heißt, da haben wir versucht, die Trades zu schließen, nachdem der Handel schon nicht mehr möglich war. Und ja, das hat uns natürlich an der Stelle jetzt das Genick gebrochen, dass wir die Trades auch in dem Fall sogar übers Wochenende gehalten haben. Ich habe dann heute nochmal gleich Rücksprache mit dem Broker genommen und nochmal gefragt, was sollen jetzt hier gelten? Die Zeiten vom Demokonto oder die Zeiten vom Live-Konto und was wird in Zukunft weiter bleiben? Und Antwort ist also, die Daten vom Live-Konto sind sozusagen die richtigen. Im Demokonto wurde bisher auch noch die andere Viertelstunde gehandelt. Und wenn ich jetzt aktuell also mir diese gleichen Bilder wieder anschaue, dann ist es jetzt auch so, dass auch im Demokonto, Sensus, Demokonto, dass jetzt die Kontraktspezifikationen sind hier entsprechend geändert worden. Und auch hier ist jetzt im Demokonto am Freitag eine 22:45 Uhr. Das war natürlich jetzt so absolut nicht gedacht und so überhaupt nicht gewollt. Aber da sieht man, trotz aller Testphasen, obwohl wir die Strategie komplett vorher laufen lassen, erlebt man an der Stelle nochmal wieder eine Neuigkeit. Aber natürlich können wir darauf entsprechend reagieren. Von daher nicht wundern, dass am Freitag werden jetzt die DAX-Trades um 21:35 Uhr geschlossen. Und an allen anderen Tagen werden sie um 21:45 Uhr geschlossen. Ich gehe bewusst hin und habe da noch so ein bisschen Sicherheitsreserve eingebaut, einfach damit, falls aus welchen Gründen auch immer mal eine Verbindung gerade nicht besteht, es noch eine Chance gibt, die wiederum aufzubauen. Also das war natürlich hier auch nochmal eine brutale Neuigkeit. Diese 22:45 Uhr für freitags hatte ich nicht gesehen, dafür entschuldige ich mich auch. Aber ihr seht, bis in welche Details man tatsächlich dann nachher gucken muss und hofft eigentlich, dass alles vorher schon über andere Testmechanismen aufgedeckt ist, was wir wissen müssen. Aber bis ins Letzte war es dann doch nicht ganz sauber. Ich weiß auch nach wie vor nicht, warum die Viertelstunde fehlt. Die Antwort kann ich euch nicht geben. Aber Problem ist jetzt sozusagen erkannt und auch Gegenmaßnahmen entsprechend eingeleitet. Also von daher sollte da nichts mehr passieren. Gibt es ähnliche Effekte beim S&P 500 oder bleibt es dort bei 21:55 Uhr?
Also ich habe mir das auch angeguckt, aber ich gucke jetzt lieber sogar unmittelbar nochmal mit euch zusammen drauf. Also beim S&P 500 sieht es so aus, Kontraktspezifikationen und Handelszeiten. Der hat ja ansonsten immer so eine Handelsunterbrechung, das ist ganz normal. Der wird ja an sich 24 Stunden gehandelt, mit Ausnahme, es fehlt immer eine Viertelstunde nach deutscher, normaler mitteleuropäischer Zeit von 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr. Das ist auch bei anderen Brokern so, also bei Active Trades beispielsweise ist es auch so. Da wir hier allerdings eine Schlusszeit haben von nach MEZ-Zeit 22:15 Uhr, habe ich da keine weiteren Änderungen durchgeführt. Ich habe allerdings wohl bereits schon einmal die Zeit vorgezogen. Das habt ihr nur nicht gesehen, weil wir keine Trades auf dem S&P 500 hatten. Die Schlusszeiten, die sind hier, um hier keine falsche Zahl zu sagen, gehe ich da mal eben in die Config-Files 21:50 Uhr. Und das für alle Tage. Da hatte ich ursprünglich eine etwas spätere Zeit, aber um auf sichere Seite zu gehen, bin ich da auch ein paar Minuten noch davor gerutscht. Also die sind auch für freitags hier unverändert jetzt geblieben. Wo ich gerade so ein Bild hier habe, da seht ihr auch, wie wir eigentlich so eine Strategie steuern. Und dank Peter haben wir auch schon tatsächlich für Freitage hier eine Sonderzeit auch eingeführt, die wir jetzt hier an der Stelle nicht brauchen. Aber beispielsweise jetzt für den DAX auch tatsächlich brauchen, nämlich dass wir genau den Freitag nämlich als ein Extratag dann haben. Also so viel dazu. Von daher sollte wir da jetzt keine Schwierigkeiten mehr kriegen. 21:50 Uhr wird dieser Trade geschlossen. Ansonsten Strategie, ich sag mal, läuft, ist eh schwer zu beurteilen im Moment, aber naja, was hier jetzt noch bis zum Ende des Tages beim DAX draus wird, wahrscheinlich wird sich da jetzt nicht mehr viel tun. Spannend ist im Moment durchaus der gute Bollinger Reversal. Da ist also gar nichts Schlimmes. Also wir haben ein paar Trades beendet und das waren natürlich dann erstmal aufgrund der Kürze der Zeit Minus-Trades. Deswegen haben wir einen Kontostand im Moment von 955 Euro. Das ist völlig okay. Ihr seht aber, die Equity ist bei 1062 Euro. Also wir haben im Moment Buchgewinne davon rund etwas mehr als 100 Euro. Das Schöne ist, dass langsam aber sicher die Trades sich quasi in den sicheren Hafen bewegen. Und dann wird es halt richtig entspannt, weil ja gut, dann kann denen einfach gar nichts mehr passieren. Also noch sind wir da nicht, aber in diese Richtung bewegt es sich jetzt sukzessive. Und genauso soll es dann sein, dass wir hier einige Langläufer kriegen, die dann einfach Gewinne aufakkumulieren. Alles, was kurzfristig in Stop-Loss läuft, kann dann in dem Fall nur ein Minus-Trade sein, weil der hatte noch gar keine Zeit, den Stop-Loss dann entsprechend nachzuziehen. An der Stelle will ich auch noch kurz in ein anderes Konto gucken. Das, was ich auch vorher immer gezeigt habe, das ist ja jetzt wirklich das Live-Konto. Ich will aber auch noch mal kurz das entsprechende Pendant dazu zeigen, was schon ein bisschen länger handelt. Da ist es so, dass wir im Moment Buchgewinne von 677 Euro aufgelaufen haben. Kleiner Nebensatz, hier wird mit doppelter Size gearbeitet. Das heißt, die Kontogröße basiert, also die Trade-Einstellungen basieren auf der Annahme eines 2000-Euro-Kontos, auch wenn das hier alles viel mehr ist. Von daher hat er deutliche Buchgewinne halt mittlerweile auflaufen lassen. Und das ist dann beispielsweise wie jetzt hier ein euro-kanadischer Dollar. Da ist es halt angenehm, das ist ein Short Trade, da ist mittlerweile der Stop Loss munter hier schon jenseits von Break Even und so müssen dann auch genau solche Trades sich dann entsprechend entwickeln. Diesen Buchgewinn von 670 Euro, dem stehen allerdings auch sozusagen reale Verluste gegenüber. Wie immer, auch die will ich nicht verheimlichen.
Wieder diese erschreckende Auflistung von Rot, auch wenn dann nicht jeder einzelne Trade, der dahinter steckt, ein Minus-Trade ist. Also immer hier so ein Beispiel wie 120 Euro Plus-Trade. Auch der ist in den Stop-Loss gelaufen, aber ihr wisst, die Strategie ist so gebaut, dass sie ja den Stop-Loss immer weiter verändert. Also wenn man dann diese Zahlen hier summiert von den Trades, die hier bisher aufgelaufen sind, also das Ganze geht bis hier, bis zu dieser Stelle. Danach sind es komplett andere Trades. Da gucke ich wieder auf meinen Spickzettel. Da sind aufgelaufene Verluste von 310 Euro. Na, und denen stehen halt besagte Buchgewinne von 670 Euro gegenüber. Das heißt, netto steht das Ding schon deutlich im Plus, aber natürlich noch nicht realisiert. Also das immer der Fairness halber mitgesagt. Also realisiert sind diese Gewinne noch nicht, aber sie warten natürlich drauf. Wobei es jetzt hier, weil die Strategie schon länger in dem Konto läuft, einfach einige Trades gibt, die schon sozusagen locker abgesichert sind und die einfach nur noch weiterlaufen können. Da die Swap-Kosten wiederum berücksichtigt sind, stören die mich nicht, weil die auch in der Strategieentwicklung und in der historischen genauso auch mit berücksichtigt wurden. Von daher macht es nichts und jetzt hier dieses Demokonto, in dem ich ursprünglich mal die Strategie angefangen habe, laufen zu lassen, ist ein JFD-Konto, was wiederum genau für diese Strategie an sich nicht gut geeignet ist. Genau der Grund, wegen der Swap-Kosten, die sind nämlich bei JFD einfach höher. Von daher, also auch diese neue Strategie ist erstmal für mich absolut zufriedenstellend angelaufen. Das kann ich jetzt für beide neue sagen, aber wir müssen uns natürlich noch anderen Dingen widmen und hier natürlich nochmal zurück zum Fächer H1. Den habe ich ja nun mal auf On Hold gesetzt. Also hier das Ganze genauer. Ist, oh, by the way, ohnehin eine einmalige Angelegenheit für Trading Stars, dass wir genau auch diesen Schritt gemacht haben. Also, wie sah es eigentlich aus? Hier sind alle Trades, Kontostand 482 Euro. Von daher, ja, das war die Kontobewegung. Wir sind bei 1000 Euro gestartet und deswegen, weil ich jetzt die 500 durchschritten hatte, habe ich dann auch die sozusagen den Stecker an der Stelle erstmal gezogen. Das heißt, es werden keine neuen Trades eingegangen. Wir hatten mal zwischendurch korrekterweise auch überlegt, ob wir das nicht schon bereits etwas früher hätten machen müssen. Hatten dann unsere Gründe zu sagen, nein, wir lassen uns noch laufen. Aber einfach immer nur weiterlaufen geht auch nicht. Von daher auch jetzt hier entsprechend die Reaktion. Nichtsdestotrotz, auch hier der bildliche Vergleich mit der Historie, sieht natürlich überhaupt nicht wirklich besorgniserregend aus. Aber nichtsdestotrotz musste ich natürlich hier entsprechend reagieren. Jetzt ist es natürlich so, ich habe den einen Teil, hatte ich schon erzählt, dass wir uns angeguckt haben, ob die Trades sozusagen korrekt im Sinne der Strategie ausgeführt wurden. Da ist die Antwort ja. Und es gibt auch einen von euch, der hat mich schon mal genauer gefragt, hey, ich habe da noch ein paar Ideen, dem habe ich auch die ganzen Listen schon mal entsprechend gegeben, weil er auch noch Auswertungen dazu machen möchte. Ist auch ein durchaus interessanter Ansatz, der dahinter steht, ist nur nicht ganz so einfach. Sozusagen das jetzt in der Historie wiederzufinden, um die Idee entsprechend umzusetzen. Also ich beschreibe es auch ganz, zumindest in allerkleinsten Grundzügen. Es geht halt um die Frage, kann man nicht anhand der Equity-Kurve gleichzeitig auch erkennen, an welcher Stelle man vielleicht Trades auslässt. Und die Idee gefällt mir natürlich, dass wir sozusagen eine Art, ich nenne das mal übergeordneten Indikator hätten, der uns sagt, sollen wir eigentlich traden, ja oder nein? Und als diesen Indikator vielleicht beispielsweise die Equity-Kurve selbst zu nehmen, ist ein Ansatz. Kann man aber nicht genau sagen, ob jetzt das dann zum Erfolg führt oder nicht. Aber natürlich kann man sich historisch generell die Frage stellen, also welche Trades hätte man weglassen sollen?
Aber natürlich brauchen wir dann eine sozusagen schlüssige Begründung. Also jetzt zu sagen, naja, mir gefällt der Trade auf dem euro-japanischen Yen gerade nicht. Das alleine reicht mir natürlich nicht, sondern wenn, dann müsste es eher sowas sein wie, keine Ahnung, Volatilität unter einem bestimmten Schwellwert oder sowas Ähnliches. Das wäre durchaus denkbar. Wäre allerdings ein weiterer Freiheitsgrad in der Strategie. Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht, was können wir hier besser machen? Und was wir auf jeden Fall natürlich sozusagen ändern müssen, die Equity-Kurve, die historische, dass die gnadenlos gut ist, das können wir alle sofort erkennen. Aber wir wissen auch, dass wir dann halt solche Phasen haben wie jetzt gerade und die uns dann sozusagen zu schlimm waren. Jetzt kann man auch die Frage stellen, ob die Strategie noch nicht robust genug ist. Ihr wisst, dass ich Robustheit einer Strategie gerne dadurch beschreibe, mit der Anzahl von sozusagen Nachbarn. Also ich habe dazu auch mal ein Bild noch gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu illustrieren. Ich habe das Bild jetzt einfach gemacht, natürlich nur in zwei Dimensionen, weil alles danach wird schwer. Wir haben eigentlich in unseren Strategien typischerweise vier Freiheitsgrade. Die vier Freiheitsgrade beim Fächer sind Stop-Loss, CRV, dann wie weit müssen die Fächer, also die vier EMAs, sich einschnüren. Und der vierte Freiheitsgrad ist, mit welchem Faktor werden eigentlich die vier EMAs gegeneinander gebildet? Das sind die vier Freiheitsgrade. Und jetzt ist es ja so, dass ich alle möglichen Kombinationen immer durchexerziere und mir sämtliche Equity-Kurven gewissermaßen anschaue. Schließlich und endlich, wenn ich dann was Gutes habe, dann frage ich immer noch, na, was passiert denn, wenn ich von meinem einen Freiheitsgrad, also beispielsweise dem Stop-Loss, der, ich mache es jetzt mal eben hier, vielleicht gerade 1% ist. Was passiert denn? Ich will die Zelle jetzt nicht breiter machen. Also machen wir es einfach nur 1,0. Ja, das akzeptiert er. Zum Beispiel 1% Stop-Loss und dann gibt es vielleicht 1,1% Stop-Loss. Das wäre dann, jetzt mache ich es noch ein bisschen breiter, der Nachbar, der nächste. Und das wird halt genauer jeweils angeschaut, ob, wenn ich in die Nachbarn meiner Freiheitsgrade gehe, ob dann meine Performance in sich zusammenfällt. Diese Nachbarschaftsanalyse halte ich für extrem wichtig. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie breit müsste man das Ganze eigentlich machen? Und es ist so, dass in der Entstehung von dem Fächer H1 habe ich als Nachbarn sozusagen zwei nach rechts und zwei nach links. Also in Summe gibt es sozusagen, du wie der grüne Kasten hier, fünf. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass wir in vier Raumdimensionen sind, gucke ich also in Summe noch mir 625 Nachbarpunkte in meinem Parameterraum an. So war sie bisher gestrickt. Und ich habe jetzt als Forderung für die Folgestrategie erhoben, dass ich das quasi verdoppeln will. Also jetzt den blauen Kasten, den müsst ihr jetzt, also ist jetzt ein lustiges Wort. Den müsst ihr euch jetzt in vier Dimensionen vorstellen. Das schafft natürlich wieder keiner, genauso ich auch nicht. Also haben wir mal in drei Dimensionen aus. Also um unseren Aufpunkt, da wo wir eigentlich sagen, da sind gute Werte für meine Freiheitsgrade. Diese Kugel, oder genau genommen ist es hier ein Kubus, der soll jetzt viel, viel größer werden. Also ich gehe hier, ich mache ihn in einer Raumrichtung doppelt so groß. Das führt natürlich dadurch, dass ich hier vier Dimensionen habe, zu einer wesentlich größeren Anzahl an Nachbarn, die jetzt mit angeschaut werden, ob auch da die Strategie noch funktioniert. Also was passiert, wenn ich meinen Stop-Loss verändere, wenn ich meinen Take-Profit, also meinen CRV verändere, wenn ich meine EMAs verändere, dann darf sie nicht zusammenbrechen. Das macht dann die Strategie robuster.
Okay, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen. Oh, jetzt ich lese mal eben kurz vor. Das kriege ich nicht so schnell zusammen. Ich habe gestern Kämmerer von JFD folgende Frage gestellt: Ich spiele einen ausschließlich auf statistisch gegründeten Ansatz im Pulskerzen Daily. Die Entwicklung der aktiven Trades zeigt immer wieder mal Situationen, die ich bei diskretionärer Betrachtungsweise so nicht handeln würde, wie die Statistik vorgibt. Ich fragte ihn, ob in einem solchen Fall ein manuelles Eingreifen vernünftig oder unvernünftig wäre. Und er meinte, dass er selbst unter anderem auch Statistikstrategien handle und durchaus manuell und auch erfolgreich bei solchen Trade-Verläufen eingreifen würde, insbesondere bei nach seiner Erfahrung hoffnungslos ausschauenden Chartbildern. Auch ein guter Hinweis, nämlich halt immer wieder die Frage, greife ich manuell ein, ja oder nein? Meine persönliche Empfehlung dazu ist, ihr könnt gerne eingreifen. Ich kann es nicht. Warum kann ich es nicht? Also ich kann natürlich, ich brauche auch nur einen Knopf drücken, dann ist ein Trade beendet oder ein Stop-Loss verändert. Ich komme nur in eine Dilemmasituation. In dem Moment, wo ich jetzt manuell eingreife, dann müsste ich es auch entsprechend dokumentieren und natürlich auch offenlegen. Und wie immer kann es also das Offenlegen ist kein Problem, aber es kann danach positiv oder negativ enden. Mir ist es wichtig, dass ich die Strategien durchziehe. Heißt aber nicht, dass ich das ebenfalls zum Gesetz erklären möchte. Da müssen wir jetzt leider einfach die Rollen gucken. Also wenn ich jetzt hier jeden Morgen ein bisschen an den Stop-Loss oder sonst wo rumdrehe, komme ich wirklich in einen Erklärungsnotstand. Das ist per Definition nichts Schlimmes. Aber es macht mir das Leben dann sozusagen zusätzlich schwer, weil man natürlich das eine und das andere Resultat dabei absolut natürlich in Frage stellen kann und soll. Also von daher kann ich nur empfehlen, eingreifen, sehe ich unkritisch, aber bitte ganz, ganz sauber dokumentieren. Vor allen Dingen dieses Was wäre, wenn, dann auch ganz genau dokumentieren. Wer so etwas dauerhaft vorhat, dem würde ich sogar empfehlen zu sagen, da wo es geht, entweder verdoppelt die Kontogröße oder versucht die Trades zu halbieren und lasst den einen nach sozusagen Vorschrift laufen und den anderen so wie nach dem eigenen Zutun, damit man das auch wirklich langfristig sieht. Das Schwierige nämlich ist immer die Kurzfristigkeit. Also wenn ich jetzt mir die letzten 5 Trades anschaue, wo ich eingegriffen habe, ehrlich gesagt, egal ob das jetzt gut oder schlecht gewesen ist, es hat natürlich noch keine Aussagekraft. Insofern einfach dann auch sauber, sauber dokumentieren. Das wäre das A und O. Also zurück nochmal zum Nachbar. Ich habe also jetzt die Anforderung an die Strategie ganz, ganz deutlich erhöht, weil ich sage, es muss noch viel, viel robuster werden. Das ist ein Faktor 23, der hier dazwischen steht. Also insofern Nachbarn deutlich erhöht, so wie dieses Bild hier suggeriert, nur halt in ein paar mehr Dimensionen. Das ist das eine. Also die Anforderung habe ich erhöht. Und das zweite, ich wollte nochmal zusätzlich auch Anregungen von euch aufgreifen und deswegen mal hier ein anderes Bild. Und zwar, es gab schon mal welche, die hatte ich mir auch schon angeguckt, die hatten noch nicht sozusagen zum Ziel geführt. Da ging es um so Fragen wie Mindeststeigung für den EMA als eine Variante. Aber ich habe eine andere versucht jetzt aufzugreifen und die geht so ein bisschen. Macht sie eine Anlehnung am Forex Reversal. Und zwar möchte ich bei dieser Strategie jetzt ebenfalls gewissermaßen einen Trailing-Stop-artigen Stop-Loss und Take-Profit-Verschieber benutzen. Also was jetzt so ein bisschen komisch klingt, mal ein bisschen genauer. Also ich möchte sowohl am Stop-Loss als auch am Take-Profit dieser Positionen drehen. Und zwar während die Trades laufen. Das natürlich jetzt wieder nicht sozusagen willkürlich, sondern auch das wieder nach ganz strengen Regeln. Das ist die eine Zutat, kurz vorher noch die andere. Die zweite soll die werden, dass ich sage, wir wissen, dass die Volatilität sich im Forex-Markt, ich sage es mal ganz pauschal, ändert. Diesmal größer, mal niedriger.
Und bisher ist es so, dass wir in der Strategie, wir hatten einen konstanten prozentualen Stop-Loss für alle Trades. Überlegen wir mal, dass wir jetzt plötzlich in eine sehr volatile Phase laufen, könnte auch ein zu enger Stop-Loss uns einfach immer wieder rauskicken. Umgekehrt, wenn wir in einer sehr, sehr ruhigen Phase sind, kann es gut sein, dass wir unsere Ziele nie erreichen, weil ja das Ziel auch auf dem Stop-Loss sozusagen als Multiplikator im Sinne des CRVs draufhängt. Deswegen beides gewissermaßen anpassen an die Volatilität. Soll heißen, ich habe die Freiheitsgrade, ich will nach wie vor nur 4 Stück haben. Ich habe nach wie vor meinen EMA-Multi, das heißt der Multiplikator zwischen den einzelnen EMAs. Ich habe eine Einschnürung der 4 EMAs, wieder, die muss unterschritten werden, ist wieder ein weiterer Freiheitsgrad. Den Stop-Loss will ich allerdings jetzt nicht in festen Prozenten haben, sondern den mache ich als Multiplikator auf den ATR. Den ATR kann ich ja berechnen und wenn dann die Volatilität zunimmt, wird der ATR größer und dann würden auch automatisch meine Stop-Losse weiter weggehen. Was natürlich dazu führt, dass sich dann das Risiko also die Lot Size würde man dann reduzieren, weil wir immer mit konstantem Risiko arbeiten. Wo wir den Take Profit hinlegen, machen wir wieder einfach also sozusagen als Multiplikator auf den Stop Loss, also im Sinne eines CRVs, so wie gewohnt. Jetzt musste ich nur sozusagen nicht in die Trickkiste greifen, sondern ich musste mir überlegen, ich will ja keinen neuen Freiheitsgrad. Und der ATR braucht allerdings unbedingt eine Periode. Also wir brauchen für den auch wieder so eine Periode. Und da sage ich einfach, die hänge ich einfach an eine von meinen EMAs. Das wird einfach eine von diesen Perioden. Ich probiere im Moment noch 2 Varianten aus. Die ATR-Periode entweder auf den zweiten oder auf den dritten EMA zu legen. Und kriegt dadurch dann keinen weiteren neuen Freiheitsgrad. Das ist sozusagen die eine Zutat. Das heißt, wir haben nachher Stop-Losse, die sich an der Volatilität bemessen. Sie werden automatisch größer, wenn die Volatilität zunimmt, werden die Abstände für den Stop-Loss größer. Auch das Ziel ist dann weiter weg bei konstantem CRV. Das heißt, wir haben an der Stelle einen Mechanismus, der uns die Strategie sozusagen vollautomatisch ein bisschen variabel gestaltet, aber komplett eng gemessen am Chartbild selbst, nämlich am ATR, also an der Volatilität. Das ist sozusagen die eine Zugabe. Und wenn ich die so aufsetze, kriege ich das Ganze hin ohne weiteren Freiheitsgrad. Das war mir schon mal sehr wichtig. Das Zweite ist die Sache, dass ich sage, ich habe eine ganz feste Regel eingeführt und die heißt, wenn wir CRV halbe verdient haben, dann SL nachziehen. Also beim ersten Mal nachziehen geht er auf Break-Even. Das heißt, wenn wir CRV halbe, also wenn wir sozusagen auf halbem Weg zum Take-Profit sind, dann wird der Stop-Loss nachgezogen. Jetzt mache ich aber Folgendes. Ich will mir längere Trendphasen nicht versauen. Ich gehe zusätzlich noch hin und schiebe auch den Take-Profit dann vor mir her. Das heißt, der geht jetzt wieder weiter weg. Und wenn ich jetzt wieder auf halber Strecke bin, schiebe ich wieder beides hinter mir her. Das heißt, ich gebe dieser Strategie als zusätzliches festes Element automatisch, dass der Stop-Loss nachgezogen wird, wenn ich schon weit genug im Profit bin. Sollte jetzt mein Kurs plötzlich in meine Richtung ausbrechen, also in die Richtung, die gewünscht ist, dann können wir auch den ganz normalen Take-Profit erreichen. Dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Ansonsten wird immer auf Basis eines Close-Kurses geguckt, wie weit stehe ich im Profit. Und wenn ich sozusagen auf halbem Wege bin, dann ziehe ich Stop-Loss
nach und schiebe mir den Take-Profit weg. Also ich setze mein Ziel noch weiter raus. Das heißt, wenn man jetzt so typische Chartverläufe sich anguckt, ein Trade wird gestartet. Mal wenn es dumm läuft, läuft er sofort in die falsche Richtung, dann gehen wir einfach in den Stop-Loss und der Trade ist im Minus beendet. Wenn wir jetzt aber auf halbem Wege zum Take-Profit kommen, dann ziehen wir das erste Mal den Stop-Loss nach. Und das machen wir jetzt immer nur auf Basis von Schlusskursen. Also wir machen das nicht innerhalb einer Kerze, sondern immer dann auf Basis eines Schlusskurses. In dem Moment wird geguckt, wo stehe ich? Und wenn ich ausreichend schon im Profit stehe, ziehe ich automatisch meinen Stop-Loss nach und den Take-Profit weg. Dadurch kriegen wir es hin, dass wir, wenn dann eine Trendphase aufgenommen wird, dann können wir sie auch länger noch mitlaufen. Aber wir kriegen sozusagen in Summe etwas weniger Ausstopper. Das ist sozusagen die Grundausrichtung. Also zwei neue Elemente, so eine Art Trailing Stop in der Strategie, das eine, und das andere, dass wir den Stop Loss auf Basis des ATRs bemessen. Dadurch greifen wir automatisch die Volatilität auf und haben auch dieses Element. Was die andere wichtige Nebenbedingung ist: 23 mal so viele Nachbarn müssen auch profitabel sein. Das heißt, die Nachbarschaftsumgebung ist deutlich angestiegen und auf der muss sich diese Strategie bewähren für einen bestimmten Parametersatz, für ein bestimmtes Underlying und dann wird sie für gut erklärt. Genau mit solchen Inputgrößen ja, läuft sozusagen gerade mein Rechner heiß und ist schon munter dabei. Und ich kann schon mal gleich sagen, sieht vielversprechend aus. Die Profitabilität sinkt. Das hatte ich auch so erwartet, dass die Gesamtprofitabilität sinken wird, weil wir halt viel mehr noch auf die Robustheit setzen. Aber mir gefällt schon mal die Grundausrichtung, nämlich aufgrund von Trailing Stop und Berücksichtigung der Volatilität für den initialen Stop-Loss. Also von daher zwei neue Elemente, die dann in der Strategie auftauchen, ohne dass wir jetzt hier mehr Freiheitsgrade nehmen und umgekehrt, dass wir noch auf viel, viel mehr Nachbarn gucken als vorher, um hier noch mehr Robustheit reinzukriegen. Also das ist der Weg, den ich jetzt bisher eingeschlagen habe. Und ich, ja, kann schon mal sagen, das wird was. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher. Kommt allerdings auch wieder einiges an Arbeit auf Peter zu. Von daher müssen wir gucken, wie schnell wir damit sind. Aber das denke ich mal, also mein Ziel ist, dass wir das noch im Dezember dann entsprechend umsetzen können. Jetzt werde ich gerade ohnehin noch gefragt, plant ihr noch weiteres für dieses Jahr? Naja, also ganz einfach, auf jeden Fall kommt noch der Bollinger Reversal D1 auf Schlusskursbasis, den werden wir natürlich auch noch machen. Das ist auch schon soweit erstmal fertig, aber soll alles ein bisschen getaktet werden. Ja, und dann, wer die Einladung zum Seminar gelesen hat, Ende des Monats, hat schon von mir noch zwei weitere Strategien zumindest lesen können. Und da geht es einmal um einen Multi-Time-Frame-Ansatz. Das heißt, wir werden auf unterschiedlichen Zeitebenen im Forex-Markt dann unterwegs sein. Das ist eine weitere Strategie, die auch schon soweit fertig ist. Und noch eine, die, ich nenne es mal so, die arbeitet nicht mit EMAs, sondern die arbeitet mit Regressionsgraden. Jetzt weiß nicht vielleicht jeder damit was anzufangen, aber das ist ungefähr so, naja, als wenn man eine Gerade in einen Kursverlauf hineinfittet, also reinmalt. Also stellt euch einfach vor, ihr druckt das Bild aus und sagt euch, ihr guckt euch jetzt 200 Kerzen an und jetzt nimmt man Lineal und malt mal eine Gerade dadurch. Und auf Basis einer solchen Geraden kann man wiederum Trade-Entscheidungen treffen. Abhängig davon, wie ist die Steigerung, wie weit ist jetzt der aktuelle Kurs von dieser Geraden weg und. Wie sehr eiert es um diese Gerade? Da lässt sich sehr was Interessantes machen.
Insbesondere, weil das ist ein bisschen getriggert aus der jüngeren Vergangenheit, insbesondere wird diese Strategie sehr geeignet oder ist sehr geeignet für Seitwärtsmärkte. Das war mir wichtig, dass wir hier nochmal eine Strategie bekommen, die eher für Seitwärtsmärkte auch mit funktioniert und nicht ganz so sehr nur auf unsere ganzen Trends immer baut. Und von daher habe ich da diesen Punkt noch aufgenommen. Also, es sind noch drei in der Pipeline. Ob noch alle dieses Jahr sozusagen das Licht an die Welt schaffen, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Aber zwei kommen auf jeden Fall. Also sozusagen 2 plus 1. Und dieses 1 ist jetzt nicht die dritte, von der ich gerade erzählt habe, sondern natürlich dann eine Neuauflage von dem Fächer H1 in der Variante, wie ich es hier gerade vorstelle. Ich lese mal einen Kommentar hier gerade vor, weil der so schön ist und weil ich weiß, dass Peter auch hier online ist. Klingt nach einer Aufgabe für den Peter, ja, genau. Gerade das mit dieser Regressionsgrade ist in der Tat nochmal zusätzlich ein bisschen tricky, weil MT4-Programmierung und C-Programmierung ist dann doch nicht genau das Gleiche. Von daher tut man sich in den C-Programmen etwas einfacher. Also ich sage es mal so rum, ich habe es da deutlich einfacher, als wenn ich in dem Gerüst MT4 hänge. Aber wir haben ja nun mal auch Spaß an der Sache. Von daher ziehen wir das auch noch durch und sind da schon relativ weit. Also das, was also jetzt auch noch auf der Pipeline, in der Pipeline ist. Gut, da wir jetzt schon mit der Stunde wieder durch sind, will ich jetzt gar nicht noch auf meinen letzten Punkt noch eingehen. Also ich habe ja noch etwas, das ist so mein Langläufer, nicht Langläufer, der ist so mehr so für den Januar noch gedacht, für den Forex-Markt. Da eilt noch nichts weg. Da komme ich auch noch mal mehr drauf zu sprechen. Da mache ich ja munter schon erste Test-Trades, die dann tatsächlich völlig aus der Hand und ohne EA und sonst was. Nur aufgrund von ein paar Signalen im Chart. Und ja, das Ding kommt auch noch. Ihr wisst, da geht es um die 6 Charts, nur die Wechselkurse gegen den Euro und dann entscheiden, was wird wo wie gehandelt. Aber mehr dazu dann einfach beim nächsten Mal. Ja, soweit dann schon wieder von mir durch. Ich wundere mich jedes Mal, wie schnell die Stunde hier um ist. Also, ich hoffe, waren wieder ein paar Neuigkeiten dabei. Ich nehme noch einen anderen Kommentar auf. Jetzt, der richtet sich, glaube ich, hier auf die Weiterentwicklung vom Fächer H1. Der da schreibt, klingt bestechend. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ich weiß nicht genau, ob sich darauf bezog, aber ich gehe mal einfach jetzt davon aus. Naja, ich hoffe, wir kommen auch damit wieder einen guten Schritt weiter. Wir sind da auf einem guten Weg. Ich weiß, Performance ist im Moment natürlich nicht das tollste Thema, aber wir haben das komplett im Blick und ich habe da ein sehr, sehr großes Eigeninteresse dran. Ich habe es schon mehrfach, glaube ich, mal gesagt, ich handle die Strategien auch noch zusätzlich, dann nicht mit den Konten, die ihr hier auch seht. Also von daher, ich habe da selbst auch ein großes Eigeninteresse dran. Also, soweit. Dann für heute. Nächste Woche, wie angekündigt, dann nicht. Und ich denke mal, wir werden uns dann spätestens in 14 Tagen wiederhören. Also, macht's gut. Allen noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschö.